Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Flusskreuzfahrt auf dem Rhein. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Lorelei ist ein schiefer Felsen von 132 Meter Höhe. Die Geschichte dazu: Ein blondes Mädchen kämmte ihr Haar und sang dazu ein Lied. Die Schiffer, welche vorüberfuhren, waren so geflasht und unkonzentriert, dass zur Folge ihr Schiff an den Felsen zerschellte. Der Mittelrhein ist einer der schönsten Abschnitte des Rheins, und zwar vom Kilometer 529 bis 694. Rüdesheim ist eine Stadt mit ca. 10.000 Einwohnern. Das Niederwalddenkmal wurde im Jahre 1883 errichtet und soll an die Einigung Deutschlands im Jahre 1871 erinnern. Seine Höhe ist 38,18 Meter. Die Hauptfigur ist die Germania. Sie ist 12,05 Meter hoch und thront über den Rhein. Eine weitere Berühmtheit ist die Drosselgasse in Rüdesheim. Sage und schreibe 3 Millionen Menschen durchlaufen sie. Und sie ist nicht mal sehr breit, nämlich nur 2 Meter und 144 Meter lang. Das ist echter Rüdesheimer Kaffee, original Rezept. 3 Würfel Zucker sind drin, ne? Okay.
Bitteschön. Perfekt, danke. Die Stadt Speyer ist eine kreisfreie Universitätsstadt mit ca. 51.000 Einwohnern. Der Dom zu Speyer ist weltweit die größte noch erhaltene romanische Kirche und seit 1981 UNESCO-Welterbe. Wir haben letztes Jahr Kapitel gemacht, ehrlich. Willst du was trinken, du? Willst du was trinken? Ja, einen Kaffee oder einen Tee oder was? Nee, danke. Bier? Oh. Die rote. Nur noch rote. Ja. Oder probieren Sie? Nur ja, dann nehmen wir. Zweimal. Zweimal. Gerne. Kann man. Zweimal. Sehr gerne. Ich bringe das für Sie. Bitte nehmen Sie Platz, ich bringe. Ja. Da hinten. Gerne. Der Cocktail wurde übrigens von mir ohne Alkohol getrunken, war aber sehr, sehr lecker. Sehr gerne. Wir haben den Rosso. Das wird.
Ik wil graag een toast uitbrengen, Jan, voor de schöne tijd die we gebracht en samen gemaakt hebben. Proost. Die Universitätsstadt Heidelberg hat ca. 163.000 Einwohner. Nicht nur das Wetter hatte einen schlechten Tag, nein, auch mein Mikrofon an der Kamera. Genießt einfach die Bilder und wie gesagt, Tipp, wenn ihr in Heidelberg seid, einfach eine Stadtführung buchen. Bei der Stadtführung von Reinhard Stürzner hörten wir sehr, sehr interessante Geschichten zur Stadt, zum Herkulesdenkmal, zu den Kirchen und andere Anekdoten. Fazit dieser Reise: Es macht Spaß, in einer relativ kurzen Zeit viele Städte zu sehen, zu erkunden und die Geschichte darüber zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und ihr wisst, habt viel Spaß bei allem, was ihr macht. Tschüss, euer Woller.